willkommen auf meinem Kanal und zu einer neuen Rezension. Und zwar geht es heute um Kassadim von Julia Dippel. Das Ganze ist am 16. Oktober 2019 im Planet Verlag erschienen und hat insgesamt 522 Seiten. Bis jetzt sieht es so aus, als wenn es eine Dilogie wird. Allerdings bin ich mir da nicht so hundertprozentig sicher. Aber der zweite Band ist angekündigt und erscheint, soweit ich mich gerade erinnern kann, im November oder Oktober oder November. An dieser Stelle einmal vielen, vielen Dank an Planet Verlag für das Rezensionsexemplar. Und ja, worum geht es in dem Buch überhaupt? Und zwar geht es um Amaya bzw. Maya. Und ja, Maya lebt in der Menschenwelt und ist 16 Jahre alt. Allerdings ist sie schon das 8. Mal 16, denn es ist so, dass Amaya in einer Familie lebt, in der, ja, man, ich sag mal, 5 mal 5 ist, 6 mal 6 Jahre alt ist, also genau. Und sie wird halt, sage ich mal, 16 mal 16 sein. Und ja, sie zieht sehr, sehr oft um mit ihrer Familie und möchte eigentlich auf das Geheimnis kommen, was sie eigentlich ist, denn sie weiß, dass sie kein Mensch ist, aber sie weiß eben nicht, was genau sie ist. Aber ihre Eltern verraten ihr dieses Geheimnis nicht und möchten ihr das auch nicht verraten, bis eines Tages ja, ihre Brüder einen Gefangenen mitbringen und mit diesem Gefangenen nimmt das Unheil quasi seinen Lauf. Maya kann nämlich den Willen von ja, Menschen und anderen Wesen kontrollieren. Und ja, dieser geheimnisvolle Fremde bringt ihr die Wahrheit ein bisschen näher. Und den Rest müsst ihr selber lesen. Ich glaube, sonst würde ich euch ein bisschen zu viel verraten. Ich würde euch auch sagen, lest euch den Klappentext nicht durch. Der verredet zwar nicht so mega viel, aber ich glaube, wenn man ihn nicht liest, ich hatte ihn nämlich nicht mehr im Kopf, dann ist man überraschter, was sie dann im Endeffekt eigentlich ist. Deswegen meine Empfehlung, lest den Klappentext nicht, aber das müsst ihr selbst entscheiden. Einmal kurz zum Cover. Ich muss sagen, dass ich das Cover jetzt nicht so mega schön finde. Ich mag die Schrift, dieses Verschnörkelte, und ich liebe es, dass der Rock hier unten so funkelt und glitzert. Aber es tut mir leid, das Mädchen mag ich einfach überhaupt nicht. So absolut gar nicht. Ich weiß nicht, wie guckt sie denn? Und ich, also, es ist einfach nicht meins. Und dann dieses Schnörkel hier oben, das, ich weiß nicht, für mich macht das ein bisschen kaputt, das Cover. Aber ja, kommen wir zu meiner Meinung. Und ich kann euch direkt am Anfang dieses Videos sagen, das wird ein absolutes Schwärmvideo, weil ja, das ist mein absolutes Highlight aus 2020 bis jetzt. Ich meine, ich habe noch nicht so viele Bücher gelesen, 10 Stück, aber oh mein Gott, das ist mein absolutes Highlight. Es ist so genial. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Viele lieben ja die Isara-Reihe von Julia Dippel. Und ich kann endlich verstehen, was sie damit meinen, dass ihr Schreibstil einfach unglaublich gut ist. Ich glaube, ich hätte dieses Buch innerhalb von 3 Tagen durchlesen können. Aber ich habe das in einem Buddy-Read gelesen und wir mussten uns beide echt bremsen, dass wir nicht ja, mehr lesen, als wir vereinbart haben. Weil man fliegt einfach nur durch die Seiten durch. Man kann sich alles so bildhaft vorstellen. Julia Dippel hat so eine ja, Schreibweise, dass man sich einfach alles ultra gut vorstellen kann und man will einfach unbedingt wissen, wie es weitergeht. Direkt von der ersten Seite an bis zum Schluss war ich einfach die ganze Zeit total angespannt, aber es war die ganze Zeit ein Spannungsbogen da, der, ja, auch wenn es ein bisschen ruhiger wurde, nicht abgenommen hat. Und ich war immer noch total aufgeregt, so, oh Gott, was passiert als nächstes? Und ja, es gab immer so Momente, wo man sich dachte, nein, das kann nicht noch cooler und noch krasser werden, aber oh doch, es konnte. Und dann dachte man sich immer, oh mein Gott, wie kommt man auf so eine geniale Idee? Also ich bin echt mega begeistert.
allein die Welt, die sie erschaffen hat. Ich muss zugeben, am Anfang war sie ein klein wenig komplex, aber da hat man sich super schnell eingefunden. Einfach weil es ultra viele Namen gab und sehr viele, ja, Reiche eigentlich nicht, aber es gab schon ein paar Orte, die man sich dann so merken musste. Und wo ich das gerade sage, muss ich euch auch noch unbedingt diese Karte zeigen. Oh mein Gott. Ist das nicht mega, mega, mega cool? Ich liebe diese Karte. Ich liebe ja generell Karten in Büchern. Und ja, mit dieser Karte konnte man sich dann eben vorstellen, wo genau sie sich gerade auf ihrer Reise befinden. Ach so, jetzt habe ich den Schutz im Schlaf wieder drum gekriegt. Ja, was kann ich noch sagen? Die Charaktere waren ultra genial. Mega genial. Ich liebe Amaya. Ich habe selten, dass eine 16-Jährige, ich meine, okay, in dem Sinne ist sie nicht 16, sondern schon über 100, aber ja, dass eine 16-Jährige so reif ist und dass ich mich so arg mit ihr identifizieren kann, genial. Und es gab so viele Nebencharaktere, die ich einfach liebe, unter anderem zum Beispiel Mo oder Rome. Oder auch Nox, der leider nicht ganz so viel vorkommt, aber den ich auch so toll fand. Ich verrate euch an dieser Stelle einmal nicht, was Nox ist, weil Nox ist kein Mensch. Aber er ist ultra süß, ultra süß. Und es gab so Momente, wo man sich dachte, ja okay, ich glaube, das wird passieren. Ja, ich könnte mir vorstellen, das passiert. Und am Ende dachte man sich, oh mein Gott, wie konnte ich glauben, dass das passiert? Das passiert niemals. Ja, oder diese Momente, wo man mit Amaya zusammen quasi in dem Moment gedacht hat, so wie ein Geistesblitz, so, wo man dann halt, ja, gemerkt hat, okay, das ist jetzt also Sache hier, fand ich mega cool, hatte ich sonst bis jetzt, glaube ich, bei sehr, sehr, sehr seltenen Büchern, dass ich das genau in dem Moment erst gecheckt habe, wo sie es auch gecheckt hat, ja. Ich muss sagen, ich hatte am Ende ein bisschen Angst, dass es mit einem Cliffhanger endet, aber das Ende war mega genial. Also, wenn man es nicht wüsste, könnte man auch glauben, es wäre ein Einzelband, muss ich sagen. Das Ende war so spannend. Ich saß die ganze Zeit da vor dem Buch, nein, um Gottes Willen. Und ja, das ging eigentlich die ganze Zeit so. Ich glaube, ich könnte euch jetzt noch ultra lange von diesem Buch vorschwärmen. Ja, ich kann einfach nur alles in allem sagen, lest dieses Buch, lest es, lest es. Also eine ganz, ganz, ganz klare Leseempfehlung von mir. Das Buch bekommt von mir 5 plus Sternchen, weil ich es einfach so ultra genial fand. Wie gesagt, von der ersten Seite an bis zur letzten, genial. Natürlich die Frage aller Fragen. Kennt ihr das Buch schon? Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Vielleicht habt ihr das ja auch so geliebt wie ich. Das ist ja doch sehr gehypt und sehr, 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 sehr viele lieben es. Genau, aber vielleicht gibt es ja auch einen unter euch, der das nicht mochte und mir das auch mal schreiben möchte. Ja, das war's auf jeden Fall mit der Rezension. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht helfen bei der Entscheidung, ob ihr das Buch lesen möchtet oder nicht. Und ja, ich hoffe, sie hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye!